Willkommen und Servus zum zweiten Video über meine Expedition nach Brunn am Gebirge. Diesmal geht's zum Hauptziel dieser Expedition, etwas, das ich kaum für möglich gehalten hätte, nämlich den Jugendstil aus dem Titel. Zunächst bin ich aber die Hauptstraße nach Süden spaziert. Dabei sah ich aus der Ferne einen Wegpunkt, den ich in einem der künftigen Videos besuchen werde, die Franziskanerkirche in Maria Enzersdorf. Daneben gab es hier, wie bei einer Hauptstraße üblich, viel Verkehr. Ich bin aber bald in stillere Gassen abgebogen. Neben dem Verkehr gab es, was es eben an solchen Straßen so gibt. Am Beginn des Wegs kam ich auch bei diesem Brunnen vorbei. Denkmalgeschützt ist er nicht, aber ganz hübsch. Wie es scheint, verlassen wir hier Brunn am Gebirge. Selbst alteingesessene Brunner meinen, mein Ziel befände sich in Maria Enzersdorf, aber nichts da. Die Straßentafel befindet sich zwar im Nachbarort, die Ortstafel und mein Ziel aber nicht, denn die Ortsgrenze wird von der Straßenmitte gebildet. Hier sehen wir das Ziel schon vor uns. Ein architektonisches Kleinod, das ich hier nie erwartet hätte. Davor steht noch eine ganz normale kleine Villa, aber danach geht's los. 10 feinste Jugendstilhäuser. Das größte Ensemble von Häusern im Sezessionsstil überhaupt. Der Architekt Sepp Hubatsch hatte nämlich eine Maria Enzersdorferin geheiratet und schuf einige dieser Häuser auch für sich. Das heißt, anfangs gehörten ihm, soviel ich weiß, alle Häuser. Am Ende hat er aber nur ein paar behalten. In diesem Haus hat er selbst gewohnt, bis 1932. Dann ist er umgezogen. Und zwar in dieses Haus. Hier hat er bis zu seinem Tod im Jahre 1935 gelebt und danach wurde es von seiner Witwe weiter benutzt. Ob sie das gesamte Haus bewohnt haben, weiß ich nicht. Geplant war diese Siedlung jedenfalls für 2 Familien pro Haus. Auffällig bei diesen Häusern sind 2 Besonderheiten. Sie sind zum Teil beschriftet. Und Texte und Fassadenelemente sind religiösen Inhalts. Das habe ich so beim Wiener Jugendstil anderswo kaum gesehen. Auf dem Haus Nummer 8 hat er sich selbst verewigt. Und auf dem Haus Nummer 22 offensichtlich den ausführenden Baumeister. Diese Tafel dürfte aber nachträglich angebracht worden sein. Sie ist dem Namensgeber der Gasse gewidmet, dem Dichter Franz Keim. Der hat unter anderem ein Drama mit dem Titel Sulamit geschrieben, das auch am Wiener Burgtheater aufgeführt wurde, und historische Volksstücke. Außerdem verfasste er eine an Kinder gerichtete Nacherzählung der Nibelungensage. So viel zu diesen Häusern. Ich lasse sie alle in den Schnappschüssen Revue passieren. Thank you.
Dann strebte ich einem hübschen Wegerl zu, das den stolzen Namen Andreas-Hofer-Straße trägt. Das könnte aber wieder eine falsche Bezeichnung auf der Karte sein. Zuvor musste ich noch durch ein Cottage-Viertel. Und so etwas darf sich wohl Cottage nennen. Gleich am Beginn der Straße liegt ein kleiner Park mit Kinderspielplatz. Sehr viel Spielgerät gibt es nicht hier, aber er wird natürlich gern genutzt. Ich nutze ihn meist für eine Rast, bei der ich mitunter die Wolken filme. Lang ist dieser Weg nicht, aber er liegt im Grünen. Eine Oase inmitten der Häuser und des Verkehrs. Und er verläuft auf der Trasse der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung. Daher befindet sich hier auch ein Einstiegsturm, und zwar jener mit der Nummer 46. In der Post-Production habe ich mich dann gefragt, ob der Grund hier eigentlich der Gemeinde Wien gehört. Ein steirischer Politiker hat sich ja einmal ein wenig blamiert, weil er ventilierte, man sollte doch bitte von der Gemeinde Wien ein Entgelt verlangen, wenn sie schon steirisches Wasser für die Hochquellenwasserleitung verwende. Er hatte nicht recherchiert, denn das gesamte Quellschutzgebiet beim Hochschwab, wo die zweite Hochquellenwasserleitung herkommt, gehört der Gemeinde Wien. Ging ich da bei diesem Weg vielleicht auf Wiener Grund? Auf dem Dach des Einstiegsturms prangt jedenfalls das Wiener Wappen, das besagt aber noch nicht viel. Nicht weit davon habe ich aber diesen Grenzstein gefunden. Die verwitterten Buchstaben GW stehen auf Grenzsteinen für Gemeinde Wien. Tatsächlich bin ich hier offensichtlich auf heimatlichem Grund gewandelt. Nicht weiter von Interesse, nur interessant halt. Aber zu den Schnapsschüssen. Jetzt möchte ich noch kurz auf eine Wegvariante eingehen, die ich bei meinem ersten Besuch hier gegangen bin.
Sie führt durch die Fürst-Johannes-Straße und den Winzerpark. Hätte ich diesmal auch gehen können, ist mir aber nicht eingefallen. Weil diese Wanderung vor Jahren stattgefunden hat, gibt's jetzt auch ausnahmsweise einen Schwenk. Der Eingang zum Park, den man übrigens auf eigene Gefahr betritt. Hier gibt es aber etwas zu naschen. Da hat's zum Beispiel diese Himbeere gegeben. Nach dem Foto war sie aber auf wundersame Weise verschwunden. Geschmeckt hat sie gut. Jetzt aber zu den Schnappschüssen. Das wär's schon so ziemlich. Zurück zum Bahnhof. Dieser Weg ist nicht weiter aufregend. Nur, dieser fürwitzige Gartenzwerg hat es doch tatsächlich gewagt, mich abzulichten. Naja, Schuss und Gegenschuss. Wie üblich, Straßen mit geparkten Autos, flankiert von Gärten mit mehr oder weniger interessanten Häusern. Direkt beim Bahnhof gab es aber doch dieses interessante Schild. Die Radfahrer mögen doch bitte auf die wandernden Kröten Rücksicht nehmen. Tun sie sicher auch. Wer will schon die Innereien der Viecher vom Rad putzen müssen? Und jetzt zu den Schnappschüssen. Hier sehen wir schon wieder den Bahnhof. Ich hoffe, euch hat diese kleine Expedition nach Brunn am Gebirge Spaß gemacht. Ansonsten bleibt nur die übliche YouTube-Routine, Daumen, Abo, Glöckchen klicken. Und ich wünsche euch wie immer die besten 73 und 42 und viel Licht und viel Kraft.